Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 3 Wochen debattierten wir hier bereits den größten Steuerbetrug der Geschichte, Cum-Ex und Cum-Cum-Deals. Heute geht es um Cum-Fake, und man fragt sich, wo ist eigentlich der Finanzminister? Vor 3 Wochen war der häufigste Satz der GroKo-Parteien in dieser Debatte: Es gibt kein Problem, es gibt nichts Neues. In Prozenten ausgedrückt würde ich sagen, da lagen Sie 100% daneben. Es dauerte 2 Wochen bis zu den Cum-Fake-Enthüllungen. Cum-Fake ist aber noch dreister als Cum-Ex, weil es um Betrug mit Phantomaktien geht, auf Deutsch Aktien, die es gar nicht gibt. Vereinfacht gesprochen wird bestimmten Investoren bei Dividendenausschüttung die Kapitalertragssteuer erstattet, weil auf diese Gewinne auch Unternehmenssteuer fällig ist. Bei den Cum-Ex-Deals haben Gangster im Nadelstreifen sich Kapitalertragssteuern mehrfach erstatten lassen, die sie nur einmal bezahlten. Der größte Dieb, der Brite und Hedgefondsmanager Sanjay Shah, hat angeblich seine Yacht auf den Namen Cum-Ex getauft. Auf Cum-Ex-Partys scherzten Finanzmafiosi, dass doch jene den Raum verlassen sollten, die ein Problem damit hätten, wenn jetzt weniger Kindergärten gebaut würden. Wenn Cum-Ex oder wenn Geld stinkt, vielmehr ist Cum-Ex ein großer Misthaufen. Es dauerte 10 Jahre, bis Finanzminister das Cum-Ex-Schlupfloch schlossen. Zuvor ließ man die Bankenlobby an Gesetzen rumschrauben. Die Cum-Party der Bankster kostete uns laut Professor Christoph Spengel bis zu 32 Milliarden Euro hier in Deutschland. Das ist 1 Million Euro für jede Schule in Deutschland und 400 Euro für jeden Bundesbürger. Bei den neuen Enthüllungen über Cum-Fake geht es um sogenannte American Depository Receipts, kurz ADRs. Das sind handelbare Wertpapiere, die von Banken in den USA begeben werden und mit einer ausländischen Aktie bei einer Depotbank hinterlegt werden müssen. ADRs kann man aber vorab begeben, wenn die Aktie noch überhaupt nicht geliefert wurde. Dadurch werden Steuererstattungen erworben, ohne dass Steuern bezahlt wurden. Das wäre so, wie als würde ich mir Pfandbons zu Hause drucken, aber keine Flaschen abgeben und dann zur Supermarktkasse gehen und die Hand aufhalten. Wo leben wir eigentlich? Dass eine Kassiererin in Deutschland ihren Job verliert, weil sie 2 Euro Pfandbons einsteckt, aber Bankster Pfandbons in Millionenhöhe drucken und immer noch auf freiem Fuß sind. Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelte seit 2014 gegen die Deutsche Bank, bei der ja heute auch eine Razzia wegen Verdacht auf Geldwäsche standfand, wegen dieser Cum-Fake-Deals. 2016 berichtete das Wall Street Journal im Internet über diese Ermittlungen. Ich vermute, Internet gibt es auch im Finanzministerium. Am 18. Juli informierte die Deutsche Bank die hiesige Finanzaufsicht über den 75-Millionen-Dollar-Vergleich mit den US-Behörden. Aber erst im November, nachdem Journalisten Cum-Fake entdeckten, setzte das Ministerium die digitale Erstattung der Kapitalertragssteuern aus. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder das Finanzministerium hat vom Settlement der Deutschen Bank nichts gewusst, oder es hat erst gehandelt, als die Tagesschau vor dem Ministerium stand. Offenbar gibt es aber weiter ein Problem, sonst hätten Sie diese Maßnahme ja nicht ergriffen. Wir haben daher Fragen. Erstens: Warum verfügt das Bundeszentralamt für Steuern angeblich über keine Zahlen zu Steuererstattungen wegen ADRs? Das ist ein digitales Verfahren, wo Banken das Kontrollkästchen ADR anklicken. Ich finde, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Zweitens: Warum behaupten Sie, dass Cum-Fake seit 2012 nicht mehr möglich sei, obwohl die Deutsche Bank in ihrem Vergleich mit den US-Behörden solche Geschäfte bis 2014 einräumte? Der Chef der Steuergewerkschaft sagt, die Steuerverwaltung sei auf dem Fahrrad unterwegs, aber die Steuerdiebe mit dem Ferrari. Deswegen ist es Zeit für die Kavallerie. Wir brauchen eine Bundesfinanzpolizei und eine Taskforce aus Finanzaufsicht und Steuerverwaltung. Die Erstattung von Kapitalertragssteuern muss jetzt systematisch analysiert werden.
Zweitens, Erstattung darf es nur noch für echte Aktien, nicht für Fake-Aktien, nicht für Phantomaktien und auch nicht für ADRs geben. Drittens, wir müssen in spezielle Staatsanwaltschaften investieren. Wir brauchen ein Unternehmensstrafrecht. Wir brauchen Waffengleichheit mit den Bankstern made in Germany. Dänemark erwägt, Finanzinstituten die Geschäftslizenz zu entziehen. Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, können wir in Deutschland auch. Die Deutsche Bank hat eine kriminelle Unternehmenskultur. Am Ende haften die Steuerzahler für diese Strafen, wenn die wegen ihrer ganzen Strafzettel pleite gehen. In einem Rechtsstaat entscheiden Gerichte, aber es herrscht auch Meinungsfreiheit. Meine Meinung, Cum-Fake-Bankster gehören in den Knast.